Hallo und herzlich willkommen. Diesmal nicht bei Wir probieren, aber zu einer Stellungnahme. Die Verbraucherschutzzentrale Hamburg hat nämlich einen Artikel veröffentlicht zum Thema Energy Drinks ab 18, weil es ja in den USA zu Todesfällen kam. Wärst du so freundlich und würdest gerade mal einen Textauszug vorlesen? Ich gebe mal Teilauszüge. Fangen wir mit dem ersten an. Überschrift: Energy Drinks für Jugendliche verbieten. Nach mehreren Todesfällen, darunter ein 14-jähriges Mädchen in den USA, besteht der Verdacht, dass der übermäßige Konsum von Energy Drinks die Ursache sein könnte. Auch aus Deutschland sind Fälle unerwünschter Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System nach dem übermäßigen Konsum von Energy Drinks bekannt. Denn diese Getränke haben mit 320 Milligramm pro Liter einen hohen Koffeingehalt, etwa 3-mal so viel wie Cola, und enthalten andere Inhaltsstoffe wie Taurin, bei denen negative Wechselwirkungen nicht sicher ausgeschlossen werden können. Ist der Konsum von Energy Drinks mit Alkohol und körperlicher Anstrengung verbunden, etwa in der Disco, besteht die Gefahr, dass sich die Nebenwirkungen zu Krampfanfällen oder Herzrasen verstärken. Systematische, aussagekräftige Langzeitstudien fehlen noch. So. Erster Absatz. Wir verlinken übrigens alle Artikel, die wir hier zitieren, in der Beschreibung unter dem Video. So, jetzt geht es darum, erstmal zu analysieren, was war es bei diesem Todesfall? Was ist eigentlich wirklich passiert? Hier haben wir einen Auszug aus der viel zitierten und oft verhassten Bild-Zeitung, den ich mal hier zitieren möchte. Die 14-jährige Anae aus Maryland, USA, starb, nachdem sie zwei Energy Drinks innerhalb von 24 Stunden getrunken hatte. Diagnose: Koffeinvergiftung. Der Fall machte weltweit Schlagzeilen. Die US-Gesundheitsbehörde untersucht 5 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Aufputschern. Die Deutsche Verbraucherzentrale Hamburg fordert nun keine Energy Drinks unter 18. Jetzt muss man noch einen Ticken tiefer graben. Genau, weil hier wurde nämlich Folgendes verschwiegen. Hier wurde nicht gesagt, um welche Art Energy Drinks es sich handelt. Und hier wurde auch verschwiegen, was mit der Dame eigentlich wirklich schon los war, weil die Dame Moment. Dass es in den USA nämlich gar keine Richtlinien oder nur weniger Richtlinien wie in Deutschland gibt bezüglich Energy Drinks. Das heißt, die Koffeinmenge, die Taurinmenge sind in den USA nicht festgelegt. Die sind nicht nach oben begrenzt. Moment, haben wir eine Taurin-Grenze auch in EU und Deutschland? Das weiß ich nicht. Taurin bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber definitiv haben wir ja die Maximaldosis von 32 Milligramm pro 100 Milliliter für einen Energy Drink. Und vorher muss es ja schon ab der Grenze von 24 ist erhöhter Koffeingehalt. Ab da von dem Zwischenraum 24 bis 32 muss es gekennzeichnet sein mit erhöhter Koffeingehalt. Und ab 32 ist es nicht mal mehr erlaubt, es als Nicht-Koffein-Drink markiert, als Nahrungsergänzungsmittel rauszubringen. Ja. Nur in diesen Bereichen darf es als Energy, erhöhter Koffeingehalt, als Getränk, als normales Getränk vermarktet und verkauft werden. Aber wie gesagt, das war jetzt alles hier in dem Artikel nicht erwähnt. Jetzt nehmen wir mal einen Artikel her von Fox News Latino. Von Fox News. Oder Fox News. Auf Englisch. According to the reports being analyzed, people have had adverse reactions after consuming the popular drink, which contains 240 milligrams of caffeine, 7 times the amount of caffeine found in a 12-ounce cola. The drink is packaged in a 24-ounce can. While the FDA is investigating the allegations, which date back to 2004, the agency is also stating that the reports do not necessarily prove the drinks caused the death or injuries. While an autopsy concluded she died of cardiac arrhythmia due to caffeine toxicity, the medical examiner also found the girl had an inherited disorder that can weaken blood vessels. Also, was hier nicht berücksichtigt wurde, dass das Mädchen bereits einen Herzfehler hatte und gleichzeitig, was stand denn, Herzarrhythmie? Also, im Endeffekt stand drin, dass sie vorgeschädigt war durch eine Schwächung von Blutbahnen allgemein. Also sie hat schon geschwächte Blutbahnen gehabt, die Blood Vessels. Und im Endeffekt festgestellt wurde bei der Autopsie eine Herzarrhythmie, die zum Herzstillstand und Herzinfarkt dann eben geführt hat. Und gleichzeitig wurde festgestellt, eine toxische Höhe von Koffein im Blut. Anscheinend toxisch. Es ist die Frage, toxisch im Sinne von, die Dosis war so hoch, dass sie als toxisch bezeichnet werden kann, oder dass gesagt wurde, es wurde eine erhöhte Menge festgestellt und dann wurde gesagt, weil die so hoch war und ein Herzinfarkt festgestellt wurde, ist sie dann toxisch. Das ist ganz, also da würde ich klar sagen, dass es für sie toxisch war, weil sie eben vorher, also durch eben gesundheitlich das nicht verträgt, weil die letale, also die tödliche Dosis Koffein erreicht man bei Menschen gar nicht. Die liegt ungefähr bei 10 Gramm.
Und das schaffst du nicht. Das schafft man nicht. Also man müsste, gibt's so eine Seite, verlinke ich euch auch darunter, da kann man sich quasi ausrechnen lassen, wie viel Energy Drinks man trinken müsste, um diese letale Dosis zu erreichen, wo man dann wirklich rein vom Koffein stirbt. Und also das wären 10 knappe 10 Gramm waren es, glaube ich, nicht. Das waren doch, irgendwie 2 oder 3 Gramm. Nein, es sind echt 10 Gramm, so viel. Es sind nämlich, du musst ungefähr 140 bis 150 Dosen Red Bull trinken. Und das in ungefähr einer Stunde. Weil du baust ja auch den Scheiß. Und ich habe es mal ausgerechnet, das sind mehr als 35 Liter. Und alleine davon würde man schon vom Wasser sterben, von der Flüssigkeit. Ich würde sagen, die letale Dosis von Wasser liegt, glaube ich, auch bei 40, 50 Litern. Nein, die letale Dosis von Wasser oder generell 10. von Flüssigkeit liegt bei zwischen 10 und 15, je nach Körper. Von daher. Und was hier jetzt auch nicht erwähnt wurde, beziehungsweise im Deutschen wurde es nicht erwähnt, im US-amerikanischen Artikel wurde es erwähnt, es handelt sich nämlich um ganz andere Dosen. Dosen größer als dieses, auch, wie gesagt. Dieses schon. Mädel hat zwei, gut, das ist jetzt eine Rockstar, keine Monster, aber sie hatte zwei von dieser Größe getrunken. Das sind 24 Unzen, das sind ungefähr 710 Milliliter. Die deutsche handelsübliche Maximalgröße, wenn man jetzt von Dosen ausgeht und nicht von Flaschen, wäre 500 Milliliter. Das wäre so, das ist schon mal deutlich kleiner. Und im normalen Handel findet man aber hauptsächlich die hier. Das sind 355 Milliliter oder kleiner, was man eben von Red Bull kennt, 250 Milliliter. Also es ist ein gewaltiger Unterschied. Man müsste also sie hat knapp 1,4 Liter getrunken, ein bisschen mehr. Man müsste also drei von denen trinken, um auf die entsprechende Menge zu kommen, rein von der Flüssigkeit her. Von der Flüssigkeitsmenge her. Und das ist gleich der nächste Punkt, was auch verschwiegen wird, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Völlig anderer Koffeingehalt im Verhältnis zu dem, was in der EU überhaupt erlaubt ist, in unseren Breiten. Nämlich das Doppelte, glaube ich, sogar. Nein, nicht unbedingt. Das schwankt von 32 bis 55. Ja, aber 55 wäre ja dann wirklich fast das Doppelte. Von daher, es sind ganz andere Relationen. So. Weiter im Hamburger Text. Gerade Kinder und Jugendliche müssen geschützt werden, da in der Disco und beim Sport die Gefahr eines übermäßigen Konsums besteht. Das massive Marketing, vor allem bei spektakulären Sportveranstaltungen und mit berühmten Sportlern, tut ein Übriges. Kinder und Jugendliche in der Disco. Darf man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen? Ja, die Argumentation ist hier schon etwas seltsam gewählt, weil man versucht, Jugendliche und Kinder dadurch zu schützen, dass man Energy Drinks ab 18 macht und argumentiert mit der Diskothek. Wo man sowieso nur ab 18 rein darf. Das ergibt für mich auch relativ wenig Sinn, weil das ist einfach unsinnig. Und später ist noch die Rede von Gaststätten. Auch das macht nur bedingt Sinn, weil wenn ich mir so im Kopf überlege, wie viele Gaststätten Energy Drinks verkaufen, so wenn du die Pizzeria gehst, steht da klassisch auf der Getränkeliste immer Red Bull, Monster, Rockstar, alles drauf. Ich hätte gern einen Rotwein Red Bull. Genau, klassisch, kennt man ja. Also auch das, wenig Sinn. Und welches Kind geht allein in die Gaststätte? Da sind auch Eltern dabei, Elternaufsichtspflicht, die entscheiden, was das Kind trinken kann und was nicht. Kommt auch noch dazu. Das noch dazu. Man muss ja ein gewisses Mindestalter haben, um überhaupt in die Gaststätte reinzukommen. Um geschäftsfähig zu sein. Genau. Und das liegt in Deutschland bei 12 oder 14, glaube ich. Geschäftsfähigkeit müsste 14 sein, ja. Ja, sehr. Und das wird ja auch nicht berücksichtigt. Null. Und wie gesagt, aber der größte Punkt ist eben bisher, dass dieser Todesfall eben mit einer Vorschädigung, mit einer gesundheitlichen Vorschädigung zusammenhängt. Und mehr oder weniger ist dieser Todesfall, so tragisch er ist, durch Selbstverschulden zustande gekommen. Der Erdnussallergiker geht auch nicht in den Laden und kauft sich eine Dose Erdnüsse und wundert sich dann hinterher, dass er dran sterben könnte. Genau, das ist es. Also das finde ich auch totaler Blödsinn insofern, weil wenn jemand, wie du gesagt hast, gegen Erdnüsse allergisch ist, dann isst er keine Erdnüsse und wenn er dran stirbt, dann schreit auch nicht die Verbraucherzentrale Erdnüsse verbieten, Erdnüsse verbieten. Und vor allem auch die andere logische Konsequenz wäre dann auch Kaffee. Genau, zu regulieren und zu verbieten. Weil wenn ich mir überlege, im normalen Alltag im Büro ziehen sich die Leute mal entspannt 8 bis 10 Kaffees rein. Und wenn du das hochrechnest, ist das mindestens das Gleiche. Das ist das Gleiche. Ist mindestens das Gleiche. Und nicht sogar mehr. Und, interessiert keine Sau. Wie viele Kinder bei zu Starbucks reinrennen und sich da 5-mal am Tag eine, weiß ich was, Special Latte irgendwas. Chocolate Chip Scheißdreck. Ja, das ist wird hier überhaupt nicht berücksichtigt, weil das kommt letztendlich auch das Gleiche raus, was den Koffeingehalt angeht. Macht keiner. Und wenn man, vor allem wenn man dann mal überlegt, wie viele Todesfälle gibt es seit den 80ern, seit Energy Drinks auf dem Markt sind, in Deutschland. Die kann man einer Hand abzählen.
Nullo. 0,0. Null. Zumindest direkt nachweisbar in Verbindung stehend. Man kann es einfach nicht nachweisen. Und solange das nicht nachweisbar ist, kann man auch nicht dagegen vorgehen. Ja, und ich finde das auch, das ist definitiv Panikmache, da jetzt zu behaupten. Es geht ja noch weiter. Ja, warte mal kurz. Ich finde, das ist auf jeden Fall Panikmache, da zu sagen, so, das müssen wir jetzt alles verbieten. Ja, auch der nächste Punkt dann noch aufzuführen, vor allem in dieser Argumentationskette macht noch weniger Sinn, nämlich eine noch größere Gefahr besteht bei Energy Shots, die bei Durst dazu verleiten, mehrere Portionen zu trinken. Auch wird der bittere Geschmack des Koffeins durch extreme Süße und Aroma unterdrückt. Die Hersteller nutzen hier Schlupflöcher, indem sie Energy Shots nicht als Erfrischungsgetränke, sondern als Nahrungsergänzungsmittel verkaufen und dadurch die gesetzlichen Vorgaben für Erfrischungsgetränke umgehen. So sind beispielsweise im Red Bull Shot 80 Milligramm Koffein pro 60 Milliliter enthalten. Das entspricht mehr als 1300 Milligramm pro Liter. Andere Produkte können bis zu 6000 Milligramm pro Liter enthalten. Diese Nahrungsergänzungsmittel müssen die Verzehrsempfehlungen nur eine Portion pro Tag tragen, die aber von Konsumenten häufig nicht eingehalten wird. Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch beurteilt das Bundesinstitut für Risikobewertung diese Getränke als nicht sicher. Die Verbraucherzentrale fordert das generelle Verbot des Verkaufs von hochdosierten Energy-Konzentraten. Zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Genau, das eine sind Erfrischungsgetränke und das eine ist ein Shot. Das eine ist ein Nahrungsergänzungsmittel, stand hier zwar auch im Text drin, aber niemand trinkt das auch als Erfrischungsgetränk. Mal generell, wenn wir mal rein von der Praxis aus, nicht nur von der Theorie, sondern von der Praxis aus ausgehen, ich kenne niemanden allgemein, der sich die großartig reinzieht. Und selbst wenn es sich mal jemand trinkt, ja, macht es keiner mehr wie zwei, weil mal davon abgesehen, dass es auch aus reinem persönlichen Erfahrungswert heraus nicht schmeckt. Es erfrischt einmal nicht, man kriegt von sich aus mehr nicht. Durst und merkt als normaler Mensch, nicht mal als Kind, kein Kind hat überhaupt auch noch mal davon abgesehen, das Geld, sich so viele Shots zu kaufen im Normalfall. Ja. Zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Ja, das sind so viele Aspekte, die hier nicht berücksichtigt werden. Erstens löschen die nicht den Durst, das heißt, keiner wird die auch gegen den Durst trinken. Das ergibt einfach keinen Sinn. Das ist... Wie Sie selber schon sagen, extreme Süße und Aroma. Ja, mir fällt leider kein dämlicher Vergleich dazu ein, was so unsinnig. Ach doch, im Prinzip wird hier gesagt, so Kinder, Böller sind gefährlich. Das werde ich jetzt hier an dieser Wagenladung voll C4-Sprengstoff veranschaulichen. Es das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ja, sicherlich, man hat hier recht, Energy Shots sind gefährlich, wenn man sich 10 Stück davon reinzieht. Das macht aber auch niemand. So blöd ist keiner. Also spätestens beim ersten oder beim zweiten merkt man auch, wenn man merkt, okay, man kriegt irgendwie Herzrasen oder man wird davon schlecht oder sowas, wenn man es nicht verträgt. Und dann hört man auch auf im Normalfall. Und die meisten Eltern achten vor allem drauf, was ihre Kinder kaufen und was ihre Kinder trinken und so weiter. Wenn sie es nicht tun, verletzen sie die klassische Aufsichtspflicht. Genau, und das ist es nämlich. Also das ist. Also die Eltern müssten eigentlich mal sich an ihre eigene Nase packen und einfach mal mehr darauf achten, was ihre Kinder sich für einen Scheiß reinziehen und nicht auf die Energy Drink Produzierer hinzeigen. Bringt sowas nicht raus! Nein, ihr müsst aufpassen, was eure Kinder euch von dem Geld, was ihr ihnen gebt, holen. Ihr seid Erziehungsberechtigter, also erzieht eure Kinder auch so weit. Das ist die richtige Vorgehensweise. Erziehen, genau. Lernen. Aufklärung ist ganz wichtig. Nicht Verbot. Ja, Aufklärung. Wie gesagt, und wenn, dann fehlt eben die Konsequenz bisher. Wenn, müsste man auch Kaffee verbieten. Und was hier auch im Text drin stand, Energy Drinks enthalten dreimal so viel wie Cola. Das stimmt auch nicht. Kann es man gibt generell auch, nicht sagen, weil es unterschiedlichste Colas gibt. Es gibt auch unterschiedliche koffeinfreie Colas. Es gibt koffeinfreie Colas und es gibt Colas, die genauso viel Koffein haben wie Energy Drinks. Also mal davon ab, dass es auch koffeinfreie Energy Drinks gibt. Es gibt auch koffeinfreie Energy Drinks. Also genau. Kann man das auch nicht generell sagen. Funktioniert nicht. Zum Schluss haben wir noch den letzten Absatz noch davon. Die Verbraucherzentrale hält die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Kennzeichnung für völlig unzureichend. Das Gesetz schreibt für Energy Drinks den Hinweis erhöhter Koffeingehalt vor, hat man schon erwähnt, gefolgt von der Angabe, wie viel Koffein in 100 Milliliter Getränk vorhanden ist. Das gilt sowohl für verpackte wie auch lose Ware. Erst ab 13. Dezember 2014 wird mit der dann EU-weit gültigen Lebensmittelinformationsverordnung ein weiterer Warnhinweis notwendig. Dieser muss im selben Sichtfeld dann eben sein, Bezeichnung des Getränks mit Wortlaut erhöhter Koffeingehalt für Kinder, Schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen stehen. Um nochmal kurz auf den amerikanischen zurückzugehen, da ist es schon üblich, das überall drauf zu drucken, nochmal so als Erwähnung für den Todesfall.
Und hier in Deutschland ist es auf den meisten Energy Drinks auch sowieso drauf gedruckt. Es ist nur, wie hier steht, nicht im Sichtfeld. Es ist nicht vorne drauf, sondern hinten drauf. Aber es ist definitiv der Warnhinweis drauf. Nicht für Kinder, nicht für Schwangere, nicht für koffeinempfindliche Menschen. Und wer das vorher nicht gelesen hat, der wird das auch nicht lesen, wenn es vorne drauf steht. Das heißt, das ist eben das Hauptproblem. Klassisches Beispiel Zigaretten. Ach, geben Sie mir die mit dem Krebs. Ja, es ist genauso. Man sieht an Zigaretten, man sieht an Alkohol, Verbote bringen gar nichts. Es das ist das Beispiel auch Prohibition, ne? Ja, Prohibition. Aufklärung bringt was und nicht verbieten. Und das ist eben das Hauptproblem. Und diese Panikmache sorgt zwar dafür, dass ein Verbot möglichst schnell in Gang gesetzt wird. Aber ob das Sinn macht oder nicht, ich würde in keinster Weise hinterfragen. Genau, es beseitigt das Problem nicht, im Gegensatz. Wenn das Zeug nämlich ab 18 wird, wird es nochmal viel interessanter für die Kinder, weil dann haben sie gleich drei, in Anführungsstrichen, Drogen, die man nehmen kann. Nämlich Energy Drinks, Alkohol und Zigaretten. Geil, alles ab 18, ziehe ich mir alles rein. Jawohl, genau, super Idee. Also, Riesenproblem. Und die Verbraucherzentrale war dann so nett, auch mir, also diese Statements, die wir gerade euch schon vorgetragen haben, hatten wir auch per E-Mail natürlich auch an die Verbraucherzentrale Hamburg geschickt. Uns freundlicherweise Folgendes zurückgeschrieben. Wir denken nicht, dass wir Panik machen. Es gibt etliche ungeklärte Antworten zum Thema Energy Drinks. Wir möchten Sie noch einmal auf die Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung aufmerksam machen, das sicherlich nicht für Panikmache steht. Und man hat uns dann eben einen Artikel wieder verlinkt, der sich wieder nicht mit Energy Drinks, sondern mit Energy Shots befasst. Weiter heißt es im Text, uns ist es wichtig, dieses Thema noch einmal zur Diskussion zu stellen, denn wir bekommen etliche Anrufe von besorgten Eltern zu diesem Thema. Das wundert uns nicht nach diesem Artikel, den ihr verfasst habt, denn das ist Panikmache. Natürlich das ist keine Aufklärung. Natürlich rufen da besorgte Eltern an. Wenn ich überall rum erzähle, Schokoladenkekse sind böse und da kann ja weiß Gott was drin sein, dann rufen mich auch besorgte Eltern an. Rufen dich besorgte Hausfrauen an. Also, das ist definitiv der falsche Weg. Das ist nicht Aufklärung, das ist Panikmache. Das ist vor allem einseitig recherchiert. Genau. Extrem einseitig recherchiert. Wir haben ja aufgedeckt, was für Lücken drin ist. Es wurde nicht erwähnt, dass das, wurde überall... Die Vorerkrankungen wurden nicht erwähnt. Es wurde nicht erwähnt, dass es waren insgesamt 5 Todesfälle, was wir auch gegoogelt hatten, 5 Stück. Aber in allen diesen 5 konnte keine direkte Verbindung zu diesen Energy Drinks nachgewiesen werden, 100%ig. Das heißt, es sind keine direkten Verbindungen möglich. Punkt. Dann der erhöhte Koffeingehalt in den USA wurde nicht erwähnt und auch wurde nicht erwähnt, dass es sich um ganz andere Größenverhältnisse gehandelt hat. Wir bitten euch oder würden euch bitten, dieses Video vor allem auch an diejenigen, die sich von dieser Panikmache vereinnahmen lassen, zu senden. Also sprich an, wenn ihr minderjährig seid, an eure Eltern, an Bekannte, an alle, die sich denken, oh, Energy Drinks sind gefährlich. Weil wir haben ja jetzt versucht, es einigermaßen mal klarzustellen, was überhaupt Sache ist. Und dann kann sich immer noch jeder sein eigenes Bild drüber machen. Aber vor allem, wir wollen damit nicht sagen, dass Energy Drinks ungefährlich sind. Wir sagen nur, dass Energy Drinks keine Softdrinks sind, keine Cola und so weiter. Es sind einfach eine völlig andere Sparte von Getränken. Und die müssen wie jedes besonders gekennzeichnete Produkt mit Vernunft konsumiert werden. Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Eben auch wie Alkohol. Alkohol muss auch mit Vernunft konsumiert werden. Und das ist völlig egal, ab welchem Alter das passiert. Ob ich den mit 16 trinke, mit 18 oder erst ab 21, wie in den USA. Es macht keinen Unterschied. Es ist wichtig, dass Aufklärung passiert und dass ein vernünftiger Umgang, also ein bewusster Umgang damit geschieht und gelehrt wird. Das ist wichtig. Und das liegt uns auch am Herzen. Und das Verbot wirkt dem eher entgegen, weil das Verbot macht es nur interessanter. Ja, und dadurch, oh, das ist verboten, das ziehe ich mir gleich mal rein, egal was mir danach passiert. Das muss ja alles erst ausgetestet werden. Wie auch nochmal, wenn ich das Alkoholthema nochmal hernehme, fast jeder Jugendliche kommt irgendwann an den Punkt an, vom Gesetz her alt genug ist, Alkohol zu trinken oder nicht. Er kommt irgendwann in den Punkt, er testet es aus. Und ich würde fast sagen, die meisten Jugendlichen erreichen irgendwann die Grenze, wo sie dann merken, oh, jetzt wird mir schlecht.
und wo sie sich dann übergeben. The Point und of No Return, den merkt man sich, den hat man einmal erreicht und dann weiß man das. Genau, und dieser Punkt, den kann man natürlich schlecht lehren, aber es ist wichtig, dass man den Leuten beibringt, okay, es gibt diesen Punkt und das gibt's bei jedem Getränk und das sollte man eben vorher wissen. Und dazu behaupten, alles ist gefährlich, alles so weiter, es ist prinzipiell auch alles gefährlich, das stimmt. Man muss es nur überdosieren. Die Dosis macht das Gift. Und das ist bei jedem so. Man kann, wie gesagt, an purem Wasser genauso sterben. Genau. Von daher, alle Wolwig jetzt bitte auch bitte mit einem Sicherheitshinweis kennzeichnen. Bin ich nicht, stark dafür. Nicht 20 Liter am Tag trinken Wolwig. Richtig. Ist gefährlich, kann tödlich sein. Deswegen, also, gleiches Recht für alle. Genau. Also bin ich ganz, ganz großer Fan von. Ja. Uns wäre es wirklich wichtig, dass ihr das Video rumzeigt und dass wir eben nicht für diese Panikmache stehen, sondern dass wir uns dafür einsetzen, dass es aufgeklärt wird. Dass jeder Punkt berücksichtigt wird und das ist eben alles wichtig. Genauso bei Kaffee, genauso bei Cola, genauso bei zuckerhaltigen Sachen, nicht mal nur bei Getränken, bei allem. Und ganz klassisch auch noch für euch da draußen, die allgemein sich diese Videos angucken und solche Texte lesen. Ihr müsst nicht viel mehr Zeit wie 5 bis 10 Minuten unter www.google.de verwenden, um solche Sachen zu verreißen. Also auch ganz klassisch, schluckt nicht jeden Artikel, der von irgendwo hingesetzt und gepostet wird. Jeder kann irgendwas schreiben oder vermerken oder machen. Nutzt das Ding zwischen euren Ohren. Wie gesagt, dauert nicht länger wie 10 Minuten, um sowas auseinanderzunehmen. Sei auch nochmal dazu gesagt. Genau, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Adios.